Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wie zum Geier. Ja, und heute geht's mal nicht um ARX, sondern es geht um Subnautica. Subnautica mit Mods. Ja, ich habe letzte Woche beim Stream eine Mod installiert gehabt. Die häufigste Frage war, wie Subnautica geht mit Mods. Ja, das gibt's. Was brauche ich dazu? Als erstes brauche ich eigentlich nur mal das Spiel und einen Browser. Und dann gehe ich auf die Seite nexusmods.com. Den Link gebe ich euch unter das Video, damit ihr es finden könnt. Und dann habe ich hier eine Liste von Mods. Ich sehe, es gibt schon drei Seiten Mods. Fangen wir mal da hinten an. Was haben wir da alles? Peaceful Mode, okay. Aha, Ah, neue Rezeptkosten, okay. Ein Safe Backup, okay. Ist auch praktisch manches Mal. Oh, ein Safe Game vom Endgame. Spoilerwarnung. Ja, das ist natürlich, nee, also wirklich, Leute. Plots, eine Warp können. Okay, was haben wir denn da auf der zweiten Seite? Ein Quick Miner, okay. Seemotten Storage Access, okay. Aber da gibt's was mit einem Scanner. Aha. Craften, okay. Also es gibt hier schon einige interessante Mods. Viele dieser Mods brauchen diese hier, die Q-Mod, damit sie laufen. Das heißt, welche Mods genau, das sehe ich hier bei Requirements. Diese Mods brauchen die quasi die Q-Mod Manager. So, wie kriege ich den? Ich lade ihn runter, starte das Exe-File, sage ihm, wohin er speichern soll und ja, und sage Install. Warnung, bei einem Subnautica-Update muss man diesen Q-Mod-Manager unter Umständen neu installieren. Ist aber auch gar keine Hexerei. Wie mache ich das? Ich gehe hier auf Files, sage Manual Download und schon habe ich ihn hier. Dann habe ich ihn quasi hier, brauche ihn nur starten. Ja, du darfst. So, dann brauche ich ihm nur noch sagen, in welchem Ordner. Da drücke ich jetzt nicht mehr auf Weiter, weil ich habe ihn ja schon. Was macht er? Er legt mir hier im Ordner Subnautica unter anderem so einen Ordner Q-Mods an und da gehören die Mods dann hinein. Also, geh rein da. Dankeschön. So. Dann habe ich mir ausgesucht, zum Beispiel den Autosort Lockers. Das war das, was ich in, im Stream schon aktiv hatte, die Mod. Dazu gehe ich einfach hierher, kam mir an schon, aha, so schauen die aus, okay. Ich sehe auch hier bei Requirements, dass dieser den Q-Mod Manager braucht. Da unten habe ich eine Erklärung, was ist alles dabei, zum Beispiel der Autosorter. Ich sehe auch, was er kosten wird. Ich sehe, was alles hier kostet. Das könnte ich also machen. Ich gehe dann auf Files, sage wieder Manual Download. Ich habe es dann auch gleich im Download-Ordner. Und zwar hier. Und dann gehe ich hier rein und sage den Autolock-Order, Autosort-Locker einfach darüber kopieren. Genau. So, dann habe ich mir noch eine andere Mod ausgesucht, nämlich zum Beispiel diese hier, die Map. Bei der Map muss man jetzt aufpassen. Das ist nämlich jetzt gemein. Also Requirements ist genauso der Q-Mod Manager. Und bei Files sehe ich, dass dieses Ding 5,8 MB groß ist. Nexus Mods lässt nur 2 MB zu ohne Anmeldung. Das heißt, wenn ihr das runterladen wollt, eine größere Mod, dann müsst ihr euch anmelden. So, ich logge mich mal kurz aus, weil das möchte ich herzeigen. So, wenn ich mich registriere, dürft ihr euch bitte bei der folgenden Seite nicht schrecken. Sie bieten hier diverse Abos an. Was aber nicht heißt, ich muss eins davon auswählen, sondern ich kann hier einfach auf Create Account drücken, ohne was auszuwählen.
und kann mir dann hier einen Account anlegen. Dann kann man noch das hier runterladen. So, und das hat er jetzt mittlerweile ja gemacht. Und zwar hier. Und auch die Submautica Map gebe ich einfach mal hier rein. So, und dann starte ich jetzt einfach mal Subnautica. Jawohl. Das dauert vielleicht einen Moment und ich kann hier wechseln vom Bildschirm weg auf die Spielaufnahme. Da ist es schon. Spielen. Ich nehme jetzt einfach mal meinen Stream-Spielstand, ohne viel zu spoilern. Das dauert jetzt leider ganz kurz, bis es geladen hat. Das kann ich leider nicht umgehen. Das ist, ist halt so. So. Warning, emergency power only. Oxygen production offline. So, jetzt sollte es gleich haben. Genau, so. Also, dann schauen wir mal. Oh, ich hab den gar nicht dabei. Wo habe ich denn den hingekriegt? Hier nicht. Egal, dann können wir es jetzt nicht bauen. Wird aber auch so gehen. Bei Baupläne sehe ich jetzt, dass ich da unten was dazu bekommen habe. Hier. Nämlich den Autosorter, wo ich die Items dann reingebe. Und die Kisten, die es dann auffangen. Und die kann ich ab dem Moment bauen, sobald ich die Mod installiert habe. So. Das zweite Mod, das ist jetzt, wenn ich M drücke. Ich sehe hier auch markiert die ganzen Beacons oder die ganzen Signale. M. Reisen wir einfach mal in diese Richtung hier. Ah, normal schwimmen kann ich, aber mit Gerät nicht. Okay. So, gehen wir mal in die Richtung. Wenn ich also jetzt zu denen gehöre, die sich regelmäßig verirren in dem Spiel, dann kann ich mir die Map natürlich installieren. Was schaut's her? Ist doch schön, oder? Schauen wir weiter. Was sind wir da? Hierher Eingang, okay. Kann sein, dass ich ein bisschen übertrieben habe? Nein, gar. Da vorne ist man hier, ja. Putsch. Dann gehen wir Richtung Eingang. Die sollten wir dann schon ein kleines Stück der Karte aufgedeckt haben. Schauen wir mal. Dann können wir uns die nicht auch noch anschauen, was da alles gibt. So, einmal da lang. Ob ich jetzt sterbe oder nicht, ist egal. Ich speichere jetzt nachher sowieso nicht ab. Nein. Du erwischt mich nicht, EMP-Tierchen. Sehr brav. Hast mich nicht erwischt. Edge Badge. Also, da bin ich runtergekommen mit der Zyklop. Bis zum Lebensbaum wird's knapp.
1700 Meter ist eine ganze Strecke. Jetzt sind wir schon immerhin im Säurebiom. Vielleicht finden wir kurz den Wasserfall, dann könnten wir dort Luft tanken. Schaut schlecht aus. Aber dafür sind wir schöne Fische. Ja, ja, mecker nicht so. Kriegst bald wieder was zum Trinken. Nee, das wird sich nicht ausgehen. Egal. Es wird reichen für das, was ich zeigen möchte. Hallo Geister, Leviathan. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da, habe ich gesagt. Mann, 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 Mann. Oxygen? Sag ich doch. Es ist nicht der Wasserfall. Egal, dann sterben wir halt jetzt einmal. So. Das sieht man dann schön. So, jetzt sind wir einmal gestorben. Mal schauen, in welcher Basis wir aufwachen. Ich weiß es jetzt gar nicht. Wir sind in der oberen Basis. Genau. So, und wenn ich jetzt auf die Karte schaue, dann sehe ich, hier bin ich quasi lang geschwommen. Hier diesen Weg. Da habe ich sogar die Heißgebiete eingezeichnet. Cool. Ich kann mir auch die Biome anzeigen oder eben Topografie. Einzelne Biome kann ich suchen. Die Karte kann ja richtig viel. Und da kann ich umschalten auf die normalen Beacons. Wenn ich mit Tasten arbeiten möchte, ist N die Beacons und M die Karte. Finde ich schön gemacht. Ja, und ihr seht, so einfach geht das mit dem Mod installieren auf Subnautica. Das war jetzt nicht wirklich schwer, oder? Wenn ich schon drinnen bin, dann möchte ich jetzt einen Kaffee haben. Gib mir Kaffee! Gebügelten Klubschuh kann man auch mal essen. Wir speichern ja eh nicht ab. Ah ja. Dankeschön. So. Ja, und das so einfach, wie gesagt, kann man die Mods installieren bei Subnautica. Ja. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, es ist für euch hilfreich. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Und ich wäre mal neugierig. Wir sind ja mit der Story quasi durch. Habt ihr Interesse daran, dass ich jetzt rein auf die Story für YouTube mal zusammenschneide oder für YouTube aufnehme? Wäre ich neugierig. Schreibt es mir bitte unter das Video. Weil ansonsten ist Subnautica bei mir jetzt dann bald aus. Schnüff. Ja, schnüff. Also. Tschüss. Ja. Das war eine etwas kurze wie zum Geier. War halt nicht schwer, aber ich finde es recht praktisch, wenn man weiß, es gibt doch recht hilfreiche Mods. Jetzt nicht zu OP, aber ich meine, wenn man sich dauernd verirrt, ist das doch auch ganz nett, oder? Ja, also, tschüss, Papa.